Liebe Freunde, wir wollen nun ein weihnachtliches Lied in der Adventszeit bringen, das in dieser Zeit besonders gern gespielt, gesungen und gesummt wird. Süßer die Glocken nie klingen. Dabei sind einige Knaben der Regensburger Domspatzen. Und der Solist ist ein Künstler, der in Ost und West gleichermaßen sehr beliebt ist, der aus Prag zu uns kam und der mit diesem Lied beweist, dass es für eine solche Melodie keinerlei Grenzen gibt. Ich freue mich mit Ihnen nun auf Karel Gott. Schön, unser Solist. Wie groß ist denn sonst der Chor? Ihr seid ja heute nur ein Paar. Ja, also der erste Chor bei uns hat so circa 100 Mann. 100 Mann? Ja. Und wie viel hat der zweite Chor und der dritte Chor? Ja, ja, ungefähr selber. Und ihr seid Mann? Ihr sagt nicht Knaben, 100 Mann sind wir, ja? Ja. Was macht ihr denn Heiligabend? Ja, wir müssen im Dom singen. Ihr müsst im Dom singen. Ist es schön dort? Ja, schön und kalt. Kalt? Naja, Die alten Gebäude sind wunderschön, aber die haben natürlich damals noch keine Zentralheizung gehabt, nicht? Damit man dich jetzt hören, habe ich noch ein Mikrofon. Ja. Und dann, wenn es vorbei ist, dann seid ihr alle gemeinsam und feiert noch anschließend. Ja. Wie viel feiern dann, wie viel Mann? Ja, das ganze Heim, 450 Mann. 450 Mann. Grüß von mir die anderen Männer. Ja. Alles Gute. Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Bye, bye. So. Wiedersehen. Danke. Toll. Wie werden Sie den Heiligabend verleben? Ich mache schon jahrelang traditionell Weihnachtskonzerte in Prag. Mhm. Ganze Woche. Ganze Woche? Ja. Nur Heiligabend
habe ich frei. Dann besuche ich meine Freunde, viele Freunde. Das war schön. Und dann auch gleich wieder zu tun. Ja, gleich nach Weihnachten wieder nach Berlin und... Ja, wenn sich meine Landsleute sehr freuen, Karl. Vielen Dank und ein schönes Fest. Danke. So, liebe Freunde, da will ich lang.